Auenland, Beutlin. Das waren die Worte vom legendären Sméagol alias Gollum, mit denen er dafür gesorgt hat, dass sich die Neuen von Minas Morgul aufgemacht haben, um den Ring zu finden, um den Ringträger zu töten. Die Frage ist natürlich, wie wurde Gollum überhaupt gefangen genommen und was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch gewisse Abweichungen zu den Büchern gab. Allein die Zeitspanne zum Beispiel war nochmal ein gewisser Unterschied. Aber gut, so oder so müssen wir uns jetzt heute damit beschäftigen, dass es tatsächlich einen neuen Film geben wird. Und dieser Film soll wohl unter der legendären Feder von Peter Jackson nochmal ins Leben gerufen werden. Und wir haben noch jemand anders, der sehr interessant ist, der bereits schon bestätigt ist, Regie zu führen und nochmal in seine gewünschte Rolle zurückzukehren, nämlich Andy Serkis wird tatsächlich nochmal Gollum spielen und wird eigenständig Regie führen. Man muss auch sagen, niemand kennt den Charakter besser. Auch in den Büchern ist leider nicht so viel bekannt darüber, was sich genau dort abspielen soll. Und der Name des Films ist tatsächlich Die Jagd nach Gollum. The Hunt of Gollum. Und in dem Fall ist es unfassbar interessant, in welche Richtung es geht. Natürlich ist auch klar, dass wir dort einen jungen Aragorn zu sehen bekommen. Natürlich können wir sich denken, dass er jetzt nicht von einem Viggo Mortensen gespielt wird. Wäre natürlich ziemlich interessant und ziemlich cool, aber da müsste man dann sehr viel mit Motion Capturing arbeiten. Und ich denke mal, das reicht dann schon bei einem Gollum alias Sméagol aus. Da könnte man auch einfach eine Neubesetzung haben und halt einen jungen Aragorn. Und da bin ich auch sehr gespannt, wer diesen verkörpern könnte. Und das ist natürlich noch nicht alles. Wir bekommen dort noch mehr zu sehen. Diese Jagd nach Gollum fand hier auf beiden Seiten statt. Wir wissen zwar, wie es ausgegangen ist, wir wissen aber noch nicht allzu viel darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist. Es gibt auch noch andere Sachen, die ich unfassbar interessant finde, die mir vielleicht sogar so zu Gesicht bekommen könnten. Nämlich, wir haben ja nicht nur Aragorn, sondern auch die anderen Waldläufer, heißt die anderen Dúnedain. Und das macht das für mich so viel interessanter. Die wurden ja auch nachhaltig dann vernichtet. Und naja, gut, sie haben sich halt auch primär damit beschäftigt, das Auenland zu verteidigen. Und dabei gab es auch hier und da immer wieder Angriffe. Und das alles spielt natürlich auch in dieser Zeitperiode. Alles, was wir zu sehen bekommen, nachdem halt Gandalf Aragorn inszeniert hat, eben nach Gollum zu suchen und ihn halt auch zu finden, bevor es der Feind tun kann, findet in diesem Zeitraum statt. Und dieser Zeitraum ist halt wirklich sehr, sehr lange. Und da können wir halt verschiedene Perspektiven sehen. Einmal einen Gollum, der sich da versucht zu verstecken und zu isolieren und halt immer wieder jeden auszuweichen. Dann die Dúnedain, die versuchen hier Gollum zu finden. Natürlich auch noch die Neuen, die ganzen Horden aus Mordor raus. Und in dieser Zeit haben sich auch viele verschiedene kleine Kämpfe auch abgespielt. Das macht das für mich so interessant. Das war so ein Zwischending faktisch, wo auch ein gewisses Übernahme-Ritus-Protokoll sozusagen stattgefunden hat, von beiden Seiten aus. Jeder hat versucht, hier die bestmögliche Lage zu finden. Jeder hat versucht, den bestmöglichen Ausgangspunkt zu finden. Einerseits wollte man natürlich den Ring finden. Zu dem Zeitpunkt war bekannt, wo sich wohl vermeintlich der Ring befinden soll. Und da wurde man halt auch schon irgendwie auf den Trichter gebracht, dass der Krieg halt sowieso beginnt. Beide Seiten mussten sich da so ein bisschen isolieren und halt auch eher bedeckt halten und konnten halt auch nicht die größten Armeen mobilisieren, sonst wäre man ja einfach in den Krieg reingeraten. Und sowohl Sauron als halt auch die Welt der Menschen, Elben und Zwerge war dann noch nicht stark genug, um sich halt wirklich diesem Krieg entgegenzustellen. Auch später hat man ja auch gesehen, wer dann die größten Horden hatte. Es war halt so ein Entstehungsprozess. Und das hat das so interessant gemacht. Da kriegen wir halt dann so ein bisschen die POV-Perspektive eines Aragorn, eines Gollum, dann eben halt auch die Feindesseite. Und das ist für mich unfassbar interessant hier. Und gerade wenn man das halt alles nochmal darauf zurückführt, dass halt dann noch einzelne Gebiete erobert worden sind, könnte das ein unglaublicher Film werden. Es ist aber tatsächlich nicht nur bekannt, dass ein weiterer Film entsteht, sondern es kommen wohl zwei weitere Herr der Ringe-Filme. Es ist nur der Name dieses einen bekannt. Ob sich das dann beides sozusagen in dieser Zeitperiode abspielt und ob man das dann wirklich daraus einen Zweiteiler macht, kann ich nicht sagen. Könnte alles Mögliche passieren. Es gäbe ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel theoretisch gesehen nach dem dritten Teil weiterzugeben. Ja, es gibt tatsächlich eine Idee davon, wie es weitergehen könnte. Tolkien hatte mal angefangen, was zu schreiben, was sich dann auch so ein bisschen in Gondor abgespielt hat, speziell Minas Tirith. Und dort hat sich wohl so ein kleiner Schatten wieder erhoben und naja, Einzelne haben sich dann irgendwie so dieser Anhängerschaft angeschlossen, so ein bisschen halt, als würde man sich so einem religiösen Kultus anschließen, das Ganze halt mit dem Deckmantel von Mordor und eben so ein Schatten, der dann noch so ein bisschen herrscht. Also gab auch schon dann Ideen, dass es sich dabei um irgendwie Sauron handeln könnte, genau wie ja eigentlich auch theoretisch Saruman überlebt hat und dann versucht hat hier, naja, im Auenland irgendwie den Macker zu machen und wurde dann von den Gefährten im Auenland halt auch besiegt. Das war eher eine komische Idee, das noch irgendwie zu schreiben. War das nicht noch Bestandteil des dritten Buchs, aber ja, ich bin kein Fan davon, dass der da versucht hat, irgendwelche Hobbits zu mobilisieren und dort dann einen Krieg in Hobbien und im Auenland zu führen. Komische Sache. Aber gut.
Zumindest der Schatten von Mordor, der da dann theoretisch wieder so ein bisschen in Minas Tirith aufkommt und versucht da halt irgendwelche Leute zu bekehren. Das ist dann schon ein bisschen interessanter. Und es gab halt auch mal Anfänge, deswegen warum nicht dort ansetzen? Als Zwischending natürlich auch irgendwie die Jagd nach Gollum ist für mich unfassbar interessant. Das ist auch mal die richtige Zeitperiode wieder. Wir hatten jetzt durch die Serie auch irgendwo so ein bisschen Flashback-Potenzial. Nur, naja, durch die fehlenden Rechte der Silmarillen hat man halt dann versucht, alles Mögliche abzuändern und sein eigenes Ding draus zu machen. Einerseits gelungen, andererseits ein bisschen weird. Sowas wie zum Beispiel hier die Zwerge hat halt besser geklappt als zum Beispiel bei der ganzen Hobbit-Trilogie. Aber ja, die meisten anderen Sachen waren dann auch eher so ein bisschen, ich sag mal, schwieriger. Aber so oder so, Herr der Ringe bietet unfassbar viel Potenzial. Dieses Universe ist gigantisch und diese Jagd nach Gollum eben kann halt hier so viele Perspektiven aufzeigen. Wir bekommen halt das zu sehen, was wir auch wirklich zu sehen bekommen wollen. Wir bekommen die Idee von sehr vielen Leuten. Wir bekommen auch so ein bisschen die Perspektive von vielen Leuten, unter anderem auch Sarumans. Ich sag mal, schwierigere Situation, dass er sich halt da irgendwie so zwischen zwei Seiten bewegt, dann irgendwie selber nach dem Ring greifen wollte. Das Ganze spielt sich halt alles da so ein bisschen ab. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so dieser Übergangsprozess, wo man dann halt dann auch rausfindet, warum halt was passiert ist, warum wer was gemacht hat. Und das ist halt genau diese Zwischenperiode eben zwischen der Hobbit und die Gefährten. Deswegen haben wir da so viel Potenzial und so viele Sachen, die halt dann passiert sind, die mir aber halt nur immer so ein bisschen aus dem Off rausbekommen haben. Und auch in den Büchern wissen wir, wie gesagt, nicht allzu viel darüber. Wir wissen halt nur grobe Sachen, bisschen mehr als in den Filmen natürlich, aber da fehlt halt sehr viel Detailreichtum. Und das Ganze so ein bisschen auszumalen und dort ein paar neue Perspektiven einzubringen, das Ganze in größerer Form zu zeigen, ist für mich eine unglaublich coole Sache. Eine Sache frage ich mich jetzt immer noch, ob wir vielleicht dann auch einen Legolas zu sehen bekommen. Und hierbei sehe ich tatsächlich das Potenzial, dass Orlando Bloom auch nach all diesen Jahren wieder mal einen Legolas verkörpern könnte. Wäre für mich eine coole Methodik. Also ganz ehrlich, würde für mich passen, weil theoretisch gesehen würde diese Freundschaft ja auch dann irgendwann in der Zeitperiode entstehen. Und ich sag mal so, Orlando Bloom ist tatsächlich so ein Typ von Schauspieler, so ein Typ von Mensch, den man auch wieder in dieses sehr junge Kostüm stecken könnte. Und da müsste man nicht mal so viel machen. Also das wäre theoretisch möglich und für mich eine coole Sache, ehrlich gesagt. Also den wiederzusehen wäre schon mal eine wahnsinnig coole Sache. Bei anderen ist es für mich dann eher so ein bisschen schwieriger. Viele sind ja auch schon verstorben, deswegen klar. Aber ansonsten natürlich, diese Perspektive zu sehen, Andy Serkis eben als Gollum wieder zu bekommen, ist schon mal ein riesiger Pluspunkt. Also was denkt ihr? Wie gesagt, der eine Film scheint wohl bekannt zu sein. Ob es sich dabei um einen Zweiteiler handelt, kann ich noch nicht sagen. Oder ob es dann wirklich zwei verschiedene Filme sind. Schreibt mal in die Kommentare, wenn halt wirklich der andere Film irgendwas anderes dann sein sollte. Was würdet ihr euch wünschen? Wollt ihr dann so ein bisschen eher dann hinter den dritten Teil gehen? Oder noch irgendwie in die Silmarillen zurück? Oder irgendwie vor der Hobbit-Zeit? Was auch immer. Erstes, zweites, drittes Zeitalter. Was wollt ihr gerne sehen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Für mich wäre zum Beispiel noch der Aufstieg des Hexenkönigs hier extrem relevant. Also das wäre für mich eine coole Möglichkeit, einfach mal zu zeigen, wie halt auch die nördlichen Länder erobert, auch das Königreich Anmar zurückerobert. Solche Sachen würde ich sehr gerne sehen. Ansonsten natürlich, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut haben solltet, gerne den Hashtag Hexenkönig in die Kommentare. Ansonsten, habt einen schönen Tag, macht was draus.